Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Das Thema dieser Videoserie heißt Richtig lernen mit meinem System. Ich gehe also auf beide Aspekte ein. Ich gehe auf mein System ein und ich gehe grundsätzlich auf die Frage des richtigen Lernens ein. Dies ist ein Teil einer Serie. Das heißt, es ist empfehlenswert, sich die anderen Teile auch anzuschauen, wenn man hier folgen möchte. Thema dieses Videos ist der Überblick. Überblick. Ich kriege Mails, wo Leute mir sagen, ich kann nur 20% abrufen von dem, was ich gestern mir angeschaut habe, was ich gestern gelernt habe. Das ist aber nicht wichtig. Wichtig ist, so schnell wie möglich den Überblick zu bekommen. Stellen wir uns Situationen vor, wo Sie den Überblick haben. Denken Sie an Ihre Küche. Haben Sie da den Überblick? Wissen Sie, wo die Gläser sind? Wissen Sie, wo die Messer sind? Wissen Sie, wo die Gabeln sind? Wissen Sie, wo die Spülmaschine steht? Wissen Sie, wo Sie vielleicht einen Vorrat an Nudeln angelegt haben? Wissen Sie das? Wissen Sie, wo das Gefrierfach ist? Wissen Sie, wo der Kühlschrank steht und das Gefrierfach im Kühlschrank? Wissen Sie das? Dann haben Sie einen Überblick. Wissen Sie, wo die Weingläser stehen? Dann haben Sie einen Überblick. Wissen Sie genau, wie viele Weingläser Sie haben? Wahrscheinlich nicht. Aber Sie wissen, wo die Weingläser stehen. Und wenn Sie jetzt Gäste haben, dann gucken Sie selber mal nach, habe ich überhaupt genug Weingläser für alle Leute? Ja? Das heißt, Überblick ist mal wieder die Frage, wo und nicht was genau im Detail. Wo sind die Sachen? Wo sind die Messer? Wo sind die Gabeln? Wo sind die Gefriersachen? Wo sind die Nudeln? Wo sind die Weingläser und so weiter? Wenn Sie das haben in Ihrer Küche oder in Ihrem Kleiderschrank, was immer, dann haben Sie den Überblick. Und der Überblick gibt Ihnen die Sicherheit. Nicht, dass Sie jedes Weinglas einzeln genau kennen und beschreiben können. Wo ist wichtiger als was? Struktur ist wichtiger als Inhalt. Struktur vor Inhalt. Ich drehe mich immer um das Gleiche hier. Ja, Sie merken das. Ich drehe mich immer um das Gleiche. Struktur vor Inhalt habe ich ungefähr 1000 Mal schon gesagt. Ich sage es jetzt zum 1001. Mal. Wo ist wichtiger als was oder Struktur ist wichtiger als Inhalt. Erst die Struktur, dann der Inhalt. Erst das Wo, dann das Was. Das Problem ist, dass die meisten Lehrenden und die meisten Lernenden das nicht begreifen, sondern dass sie sich fokussieren auf das Was. Und wenn mir jemand schreibt, ich kann nur 20% abrufen, ist der völlig fokussiert auf das Was und nicht auf das Wo. Können Sie die wesentlichen Hauptpunkte nennen, ist eine viel wichtigere Frage, als jedes Weinglas einzeln beschreiben zu können. Können Sie sagen, wo die Weingläser sind, wo die Messer sind, wo die Gabeln sind? Ja, das kann ich. Ja, wunderbar, dann haben Sie einen Überblick. Und das ist doch schon mal ein wunderbarer erster Schritt und darauf sollten Sie fokussieren. Denn wenn Sie den Überblick haben, dann haben Sie Erfolgserlebnisse, dann haben Sie Sicherheit. Und gehen wir noch mal kurz gedanklich zum letzten Teil zurück, da habe ich beschrieben, dass die erste Phase des Lernens immer ein Unbehagen ist, geprägt durch unser Reptiliengehirn, das sagt, oh, das ist aber jetzt eine neue Situation, die könnte gefährlich sein, also mit anderen Worten Unsicherheit. Wenn Sie den Überblick haben, dann haben Sie Sicherheit und dann können Sie sich mal so langsam auch an die Inhalte machen, das ein bisschen besser im Detail beobachten, aber im ersten Schritt erarbeiten Sie sich einen Überblick. Und der erste Überblick ist, wenn Sie zum Beispiel technischer Betriebswirt lernen, dass Sie die erste Mindmap sich machen und erstmal die Fächer auflisten. Wie viele Fächer habe ich denn da überhaupt? So, also 7 Fächer habe ich, interessant. Aha, okay, dann gibt es also einen ersten Prüfungsteil. 1, 2, 3, 4. Das ist der erste Prüfungsteil, sind also 4 Fächer. Und dann gibt es einen zweiten Prüfungsteil, 5,
6, 7. Das sind drei weitere Fächer. Aha, interessant. Okay, dann gibt es noch eine Projektarbeit und eine Präsentation. Das heißt, im Prinzip ist das hier der erste Prüfungsteil. Das ist also, im Grunde müsste man hier über alles römisch erstens davor schreiben. Ja, das ist alles erster Prüfungsteil, beziehungsweise, wenn man es anders sieht, kann man sagen, es gibt einen ersten Prüfungsteil aus vier Fächern und das wäre dann hier der zweite Prüfungsteil. Und dann kommt als dritter Prüfungsteil, so kann man es auch sehen, Projektarbeit und Präsentation, besteht also aus zwei Unterpunkten hier. So, und dann hat man einen Überblick. Und dann schreiben wir uns mal hin, wie die Fächer heißen. Ah, okay, das erste Fach ist VWL, ah, das zweite Fach ist Rechnungswesen, das dritte Fach ist Investition, Finanzierung, das vierte Fach ist Marketing, Produktions- und Absatzwirtschaft. Huch, das sind ja drei Fächer. Ah, die werden in einem Fach zusammengefasst. Ah, interessant, ist wahrscheinlich ziemlich umfangreich. Ja, stimmt. So, das sind erste Schritte Richtung Überblick. Immer, wer irgendwas Neues lernt, verschaffe sich erst einen Überblick, beantworte erstmal die Frage, wo, Struktur, das ist alles Struktur hier, und dann geht er an die Inhalte. Das ist das richtige Vorgehen. Und dann werde ich auch oft gefragt, ja, wann soll ich denn die Repetitorien machen? Sofort danach. Sie fangen an mit dem ersten Fach, Sie arbeiten das erste Fach durch mit meinen Video-Coachings, Sie schreiben die Schlüsselworte in die vorstrukturierten Unterlagen, so wie ich es im Video vormache. Und dann machen Sie das Repetitorium. Das ist also Fach 1 und das ist hier Rep 1. Das machen Sie sofort im Anschluss. Und dann gehen Sie zum nächsten Fach, Fach 2 und machen Rep Nummer 2. Und so gehen Sie weiter fort, damit Sie möglichst fließend da einmal durch sind. Und dann haben Sie mehr hier, das Was, da haben Sie mehr Inhalte, aber auch immer wieder innerhalb einer Struktur. Arbeiten Sie auch hier wieder in Mindmap, mit Mindmapping, wie ich das, glaube ich, im zweiten Teil dieser Serie beschrieben habe. Also Repetitorien immer direkt danach machen. Ja, aber dann vergesse ich das doch. Ja, das ist normal. Ja, hier bei diesem Was, da vergisst man schon am nächsten Tag ungefähr 80%. Das ist völlig normal. Ja, da gibt es Forschung drüber, wie viel von sinnlosen Wortkombinationen man lernt und wie viel man behält, eine Stunde später oder einen Tag später und sonst was. Die Quote ist relativ gering. Ja, das ist aber völlig normal. Wichtig ist, dass Sie hier investieren bei dem Wo. Dass Sie also mehr daran arbeiten, den strukturellen Überblick zu bekommen, als jedes einzelne Weinglas genau mit den kleinen Fehlern, die da vielleicht drin sind und den Besonderheiten da drin sind, genau im Detail studieren. Struktureller Überblick ist der Schlüssel. Ich schreibe es mal hin. Struktureller Überblick. Das ist nur eine Umschreibung des Wortes wo. Struktureller Überblick. Das ist Ihr Ziel. Und nicht, oh, Hilfe, ich habe 80% schon wieder vergessen. Ja, vom Inhalt. Aber haben Sie einen strukturellen Überblick sich erarbeitet? Wissen Sie, dass der technische Betriebswirt aus 7 Fächern besteht, schriftlich und dann da noch Zeug hinterherkommt im Prüfungsprozedere? Wissen Sie das? Ja, dann ist doch gut, ist doch wunderbar. Dann haben Sie etwas, was Sie greifen können, woran sich orientieren können und wie Sie in Zukunft sortieren können. So, und dann im nächsten Schritt machen Sie sich einen detaillierteren Überblick. Dann gehen Sie in das erste Fach, schauen sich da die Struktur an, machen sich wieder einen strukturellen Überblick. Und nicht, oh, Hilfe, ich habe 80% des Inhalts vergessen. Nee, da arbeiten Sie Richtung Misserfolgserlebnisse, weil Sie völlig fokussiert sind auf das Zweitrangige. Sie müssen sich bitte fokussieren auf das Erstrangige und das ist der strukturelle Überblick. Und dieser Überblick wird dann
zu kleineren Überblicken. Ja, das ist dann der Ü1, der Überblick über das erste Fach, der Überblick über das zweite Fach, der Überblick über das dritte Fach. Dann geht man weiter in Unterpunkte des ersten Fachs. Das ist dann Ü1.1, Ü1.2, Ü1.3. Ja, Sie erkennen das Prinzip. Und das machen Sie in Form von Mindmapping und das machen Sie mit Lernkarten zum Beispiel. Und das ist Produktivität, intelligente Produktivität sichtbar gemacht. Intelligente Produktivität konzentriert sich auf die Struktur. Ja, das ist die wesentliche Aussage dieses Videos und im Prinzip aller meiner Videos. Struktur vor Inhalt. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.